Oh, habe ich mich gerade erschrocken, Alter. Oh, Alter, finde ich, bin aber auch so dusselig. Und willkommen zurück, ihr kleinen Lobis, bei The Forest. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen an diesem Haus hier weitergebaut. Und jetzt fängt es auch wieder an zu schütten. Ja, ich möchte jetzt eigentlich noch ein bisschen weiterbauen. Wir nehmen jetzt einfach diesen großen Baum hier. Und diese Kannibalin hat uns in der letzten Folge auch ein bisschen genervt. Bisschen blöd, wie du da hammerst oder klöppelst. Ich weiß nicht, wie er das hier... Irgendwie backt das immer noch ein bisschen hier rum. Jetzt haut er wieder auf den Boden. Also seine Schläge sind auch immer anders, wie er steht. Und gleich hat er keine Ausdauer mehr. Du sollst den Baum hauen und nicht ins Nichts. So, der Baum soll eigentlich nach da fallen und nicht nach da oben, weil dann das Holz wieder wegfliegt, 10 Kilometer weit. Genau das hier. Hey! Das andere liegt da oben und rollt gerade runter. Rollen, 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 rollen. Vielleicht schaffen wir es ja noch in der Folge, unser Dach ein bisschen fertig zu bauen. Oder unser Haus generell ein bisschen fertig zu bauen, die ganzen Seiten. Ja. Weil an Holz müssen wir nicht sparen. Cool wäre es, wenn man aus dem Holz noch ein paar Setzlinge rauskriegen würde. Liegt da oben noch was? Ja, da oben liegt immer noch Holz. Wisst ihr was? Das nehmen wir jetzt auch mit. Das lasse ich doch nicht hier einfach verkommen. Da liegen sogar... Heilige Scheiße. Das war aber knapp. Da sind auch noch richtig große Bäume, die hier überall stehen. Und jetzt sind das giftige Beeren. Die werde ich definitiv nicht essen, die da sind. Kannst du knicken, kannst du das. Bin ich bestimmt gleich tot. Oder ich kriege eine Krankheit. Und dann liege ich irgendwo an Brands Ecken. Mich wundert's, ich habe noch nicht von den anderen Einheimischen was erlebt. Hä? Bauen die immer mehr hier hin, oder was? Irgendwie bestehen die Folgen zurzeit nur aus Haus bauen und klöppeln. Ich würde eigentlich hier ein bisschen mehr erkunden. Und ja. Hallo? Du sollst denn... Geht doch. So, hoffentlich fällt er jetzt direkt auf mein Haus. Also Richtung meines Hauses. Dankeschön. Sehr großzügig von dir, Holz. Also wenn hier noch ein Multiplayer eingebaut wird, dann wird das richtig geil, das Spiel. Hallo? Das ist so schon eigentlich geil. Obwohl es manche nicht finden, aber ich finde es geil. Die Sonne geht, glaube ich, unter, ne? Kann das sein? Ich möchte eigentlich noch... Ich möchte das eigentlich jetzt noch schaffen, bevor es dunkel wird. Das ist jetzt meine Herausforderung. Schaffe ich bestimmt noch. Okay, da ist eine Kannibalin, die mich wieder verarschen möchte. Geh bitte weg. Ich will ja gar keinen Stress mit dir, ich möchte nur mein... Haus fertig kriegen. Und die stört mich auch gar nicht. Gut, dass ich noch 3 Holzstämme habe. Oder sind das nicht 3? Doch, sind es. Sage ich ja. Können wir das nämlich fertig bauen, das Teil. Ich weiß nämlich auch nicht, wie das funktioniert. Und ich weiß nicht, wozu ich die anderen 3 Baumstämme brauche. So. Das ist so ein Death Trap. Nämlich, wenn man da unten jetzt langläuft, hier, dann ist das ein Massaker. Werden die irgendwie vom Feuer angezogen, die Teile? Ach nee, die sind schon tot. Ja gut. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich Essen brauche. Ja gut, das habe ich, aber... You can cold and wet. Build a fire. Ach so, okay.
Ja, so schön. Und gemütlich. Erstmal die Nacht überspringen. Ich sagte, erstmal die Nacht überspringen. Ich sagte, erstmal die Nacht überspringen. Geht doch. Ja. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen was gucken, was man denn noch so bauen kann. Das Feuer geht auch fast aus. Ne, du bleibst aber an. Ich weiß nämlich nicht, was man noch so bauen kann. Man kann dieses Dingens hier bauen, da habe ich aber keine Fäden für, leider. Ich könnte mir noch eine Bank hier hinbauen, aber ist mir eigentlich auch egal, ob ich eine Bank habe oder nicht. Obwohl man sich natürlich da ausruhen kann auf so einer Bank, ne? Wisst ihr was? Wir bauen uns da eine Bank hin und dann machen wir das auch. Und dann werde ich mir noch so ein Holzlager basteln. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Weil dann habe ich für demnächst mal ein bisschen was an Holz. Das ist ein Stein, das ist ein Stein. Wir brauchen aber Stöcker. Okay, jetzt haben wir genug. Können wir das nämlich. Gestern hat er noch seine Axt die ganze Zeit rausgeholt und jetzt tut er nichts mehr. Ich verstehe es nicht. Wir müssen das eine nochmal schnell fertig kriegen, weil dann kann ich nochmal die drei Holz, die ich dann noch hatte. Wo sind die denn jetzt hingerollt? Die rollen bis dahin denn hin. Ja, okay. Auch eine Möglichkeit, um abzuhauen. Einfach mal irgendwo hinrollen, wo ich nicht hin kann. So. Ja, ist das nur ein Holz gewesen? Eigentlich waren das noch mehrere. Ich denke mal, die sind alle weggerollt. Wenn ich mir das so angucke. Oh, habe ich mich gerade erschrocken, Alter. Oh, Alter, finde ich, bin aber auch so dusselig. Hallo, nimm das bitte mal mit. Danke. Wo ist denn jetzt der? Wo ist denn der schon wieder hingerollt? Jetzt mal im Ernst. Ach Leute. Du nervst mich langsam, weißt du das? Also sie sind stärker geworden, muss ich sagen. Ja. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Holz haben, aber Leute, ich beende jetzt die Aufnahme hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, lasst einen Daumen da. Und ja, schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare, was ich verbessern kann, was nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen und habt noch einen schönen Tag. Ciao.